Egal, ob Sie Gaschromatographie haben oder HPLC oder ein anderes säulenchromatographisches Verfahren, die quantitative Auswertung, die funktioniert eigentlich immer identisch. Deswegen lohnt es sich wirklich, sich damit auszukennen. Willkommen zu diesem Lernvideo. Es richtet sich vor allem an Auszubildende aus den Laborberufen, also vor allem Chemielaborantinnen oder Chemielaboranten, aber auch CTAs oder Studierende. Vorausgesetzt wird, dass Sie chemisch-analytisch rechnen können. Dreisatzrechnen sollten Sie beherrschen und auch an einer Stelle wird das Lambert-Beersche Gesetz verlangt. Legen Sie bitte Stift, Papier und Taschenrechner bereit. Wir werden hin und wieder was aufschreiben. Es wird nämlich relativ unterrichtsähnlich laufen. Unter www.laborberufe.de im Ordner C3CL, also Chemielaboranten drittes Lehrjahr, finden Sie ein Arbeitsblatt mit dem Titel Quantitative Verfahren in der Chromatographie. Ich würde dieses Arbeitsblatt an Ihrer Stelle downloaden und ausdrucken, zumindest die ersten beiden Seiten, weil auf diesen Seiten sind Aufgaben eingebettet, die wir eben gemeinsam in diesem Lernvideo besprechen und diese, dass Sie dann eben hier auch eintragen und ausfüllen sollen. Teil 1, also quasi dieses Lernvideo, was Sie gerade schauen, beschäftigt sich mit dem externen Standard. Wichtige Schlagworte werden sein die Einpunktkalibrierung, Mehrpunktkalibrierungen, Kalibrierfaktor oder auch der Responsefaktor. Damit beschäftigt sich eben dieses erste Lernvideo. Die weiteren Lernvideos, also Teil 2 bis Teil 4, beschäftigen sich dann mit der Flächenprozentmethode und dem internen Standard. Lesen Sie doch zu Beginn gerade mal die ersten einleitenden Sätze durch auf diesem Arbeitsblatt und auch den Abschnitt 1, externer Standard, Einpunktkalibrierung, bis zur Aufgabe 1.1, wo Sie ein solches Kalibrierdiagramm zeichnen sollen. Also drücken Sie jetzt gerade auf Pause und beschäftigen Sie sich selbst allein mit dem Arbeitsblatt bis zu der Stelle. Das Kennzeichen des externen Standards ist, dass man einen Probelauf macht und dass man einen oder mehrere Kalibrierläufe durchführt. Beim Probelauf ist es ja so, dass nicht nur der Analyt drin ist, dessen Gehalt nicht bekannt ist und den wir ja bestimmen wollen, sondern es sind ja noch andere Bestandteile drin. Deswegen sieht das Chromatogramm eben auch entsprechend kompliziert aus. Wir haben nämlich hier mehrere Peaks. Im Idealfall entspricht jeder Peak eben einem Stoff, der in der Probe drin ist. Einer davon ist eben der Analyt-Peak. So, bei den Kalibrierläufen hat man ja mit Kalibrierlösungen mit bekanntem Gehalt gearbeitet und deswegen ist das Chromatogramm hier viel einfacher, weil wirklich nur dieser Kalibrierstoff drin ist und nichts anderes. Wenn man jetzt den Kalibrierlauf gemacht hat, weiß man, welcher Gehalt welche Fläche ergibt und da gibt es eben einen mathematischen Zusammenhang zwischen Gehalt und Fläche, den man ermitteln kann, zumindest an einer Kalibrierlösung oder mit Hilfe mehrerer Kalibrierlösungen. Und wenn man eben diesen mathematischen Zusammenhang rausgekriegt hat, dann kann man hergehen und kann mit der Fläche des Analytpeaks im Probelauf eben mit Hilfe dieses mathematischen Zusammenhangs dann auf den Gehalt an Analyten in der Probe schließen. Ich würde das hier alles in Ihre Unterlagen übernehmen, zum Beispiel in ein Heft schreiben und weiterhin würde ich als Definition zum externen Standard aufschreiben. Neben dem Probelauf werden ein oder mehrere Kalibrierläufe mit bekannten Gehalten an X durchgeführt. In der Aufgabe 1.1 sollten Sie ein solches Kalibrierdiagramm zeichnen und wie man sieht, gibt es eben einen linearen Zusammenhang zwischen dem Gehalt und dem Signal. Meistens ist damit die Signalfläche gemeint. Ich kürze das in Zukunft immer mit S ab. Und bei der Einpunktkalibrierung muss man davon ausgehen, dass der Zusammenhang so ist, dass sich eine Ursprungsgerade ergibt. Das heißt, eine Lösung, die ein Gehalt von 0 hat, von der wird angenommen, dass sie auch ein Signal oder eine Signalfläche von 0 ergibt. Und wenn man diese Annahme trifft und eben der Gehalt proportional ist zur Fläche, dann kann man eben eine Einpunktkalibrierung durchführen. In der Praxis ist es allerdings häufig so, dass eine Lösung, die ein Gehalt von 0 hat, trotzdem ein Signal anzeigt, das nicht ganz exakt 0 ist. Zum Beispiel kann es sein, dass in der mobilen Phase bei der Chromatographie ein Bestandteil enthalten ist, der auch detektiert wird und dann ist eben, obwohl an Analyt nichts drin ist, das Signal nicht null.
Und man kann aber jetzt meistens in solchen Fällen eine Justierung durchführen. Das heißt, man sorgt dafür, dass die Anzeige trotzdem auf Null sich stellt. Und man kann also rechts daneben schreiben: Justierung. Das nennt man auch häufig Blindwert auf Null stellen oder auch Blenken. Das heißt, der Detektor wird so eingestellt, dass er bei einem Gehalt von 0 auch S gleich 0 anzeigt. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 1.2 durch und lösen Sie dann die Aufgabe A. Wenn 16,49 Nanogramm pro Milliliter eine Fläche von 17.184 erzeugen, dann kann man eben über Dreisatzbildung auch berechnen, welchen Gehalt eine Lösung hat, die 14.357 Flächeneinheiten erzeugt. Und wenn man einen solchen Dreisatz so notiert, dann kann man sich also das so ausrechnen: Das geteilt durch das, also x durch 16,49, ist das gleiche wie das geteilt durch das. Ist wie 14.357 durch 17.184. Eine solche Gleichung muss man dann bloß noch nach x umstellen und dann kann man eben das berechnen. Wie rum Sie die Quotienten bilden, ist übrigens egal. Sie können also zum Beispiel das geteilt durch das ist wie das geteilt durch das rechnen. Sie können aber zum Beispiel die Quotienten auch so rum bilden: Das geteilt durch das ist das gleiche wie das geteilt durch das. Jedes Mal müssen Sie bloß nach x richtig auflösen und schon kommt das Ergebnis richtig raus. Sie dürfen bloß nicht die Quotienten über Kreuz bilden. Als nächstes sollten Sie sich kurz überlegen, welche Nachteile mit dieser Kalibriermethode einhergehen und wie unter Beibehaltung einer Einpunktkalibrierung diese Nachteile minimiert werden können. Drücken Sie also bitte auf Pause und machen sich selbst Gedanken kurz darüber. Also es gibt im Wesentlichen zwei Nachteile, die man aber auch gut kompensieren kann. Der erste Nachteil ist der, dass es eben zeitliche Schwankungen gibt des Chromatographiesystems und der Detektorempfindlichkeit. So konstant ist es nämlich nicht. Wenn der Detektor zum Beispiel seine Betriebstemperatur erreicht hat oder im Laufe der Zeit, weil er sich erwärmt, kann sein, dass die Detektorempfindlichkeit sich verändert. Und deshalb sollte man die beiden Läufe unmittelbar nacheinander starten, und zwar auch mit kurzem zeitlichen Abstand durchführen. Der zweite Nachteil der Einpunktkalibrierung ist, dass man natürlich eine solche Proportionalität annimmt zwischen dem Gehalt und der Signalintensität. Das mag ja für kurze Gehaltsbereiche auch stimmen, aber je weiter der Kalibrierpunkt vom Probepunkt weg ist, desto stärker kann es da zu Abweichungen kommen. Und mit so einer Einpunktkalibrierung werden diese Abweichungen nicht berücksichtigt. So linear, wie jetzt das hier im Idealfall angedeutet ist, ist es nämlich in der Praxis nicht. Man kann jetzt aber hergehen und einen zweiten Kalibrierpunkt nehmen, der näher am Probepunkt liegt. Das heißt, mit dem ersten Kalibrierpunkt macht man erstmal eine solche Berechnung und weiß, dass der Gehalt zum Beispiel ungefähr bei 13,78 Nanogramm pro Milliliter liegt. Und das wissend, dass der Probegehalt ungefähr bei 13,78 liegt, kann man eben eine zweite Kalibrierlösung herstellen, die ganz nahe am Gehalt der Probe liegt, zum Beispiel auch 13,78 oder 13,8 oder vielleicht 14 Nanogramm pro Milliliter. Man kann also den Kalibrierpunkt in die Nähe befördern des Probepunktes und dann eben nochmal eine Bestimmung durchführen. Und da jetzt hier nicht so große Gehaltsbereiche betroffen sind, sondern das Ganze viel näher liegt am Probepunkt, sind solche Proportionalitäten viel stärker gegeben und die Genauigkeit ist dann auch viel höher. Sie können also schreiben: Je größer der Gehaltsunterschied, desto stärkere Abweichungen vom proportionalen Zusammenhang möglich. Folgepfeil: Kalibrierpunkt möglichst nahe an Probepunkt setzen. Sie müssen aber nicht den Dreisatz nutzen.
Sie können auch mit einem Kalibrierfaktor rechnen und das ist im nächsten Abschnitt beschrieben. Steht jetzt ja auch da. Statt mit dem Dreisatz zu rechnen, kann man auch mit einem Kalibrierfaktor F rechnen. Er gibt den Gehalt pro Signaleinheiten an. Er kann aus den Daten des Kalibrierlaufs berechnet werden. Das heißt ja, Gehalt pro Signaleinheiten ist eben dieser Kalibrierfaktor und das kann man ja bestimmen, weil Sie kennen den Gehalt Ihrer Kalibrierlösung und Sie wissen, welches Signal erzeugt wurde, zum Beispiel wie viel Flächeneinheiten und dann hat man eben dieses F. So, und mit Hilfe von F lässt sich dann der Gehalt der Probe berechnen. Das heißt, wenn Sie jetzt dieses F kennen aus dem Kalibrierlauf, dann können Sie das einfach multiplizieren mal den Signaleinheiten, die Sie beim Probelauf haben und dann kriegen Sie eben den Gehalt Ihrer Probe raus. Das ist also einfach diese Formel umgestellt. Das ist die gleiche Formel wie hier. So, und mit diesen beiden Formeln sollen Sie nochmal die gleiche Aufgabe von vorher nochmal lösen und hier hinschreiben das Ergebnis. Drücken Sie jetzt bitte also auf Pause und rechnen Sie es mit diesem F nochmal aus, das Ergebnis. Also bei uns kommt raus 16,49 Nanogramm pro Milliliter durch 17.184 Area Units. Also für ein F kommt raus 9,6 mal 10 hoch minus 4 Nanogramm durch Milliliter mal Area Units. Und mit diesem F kann man halt hergehen und wenn man den multipliziert mit der Probefläche, kommt man eben auf den Probegehalt Beta und da kommt auch raus natürlich 13,78 Nanogramm pro Milliliter. Man kann den externen Standard auch als Zweipunktkalibrierung oder auch als Mehrpunktkalibrierung durchführen. Damit beschäftigt sich der Abschnitt 2. Drücken Sie jetzt also bitte auf Pause, lesen Sie die einleitenden Abschnitte und beantworten Sie die Aufgabe 2.1. Bei der Zweipunktkalibrierung haben wir also folgende Situation. Wir haben zwei Kalibrierpunkte und zwischen diesen beiden Kalibrierpunkten, sozusagen eingeklammert durch diese, liegt der Probepunkt. Und diese Methode ist dann besonders genau, auch hier wieder, wenn eben die beiden Kalibrierpunkte möglichst nahe am Probepunkt liegen, selbst wenn eigentlich gar kein linearer Zusammenhang besteht zwischen dem Gehalt und der Signalfläche. Wenn man diesen Abstand hier ganz, ganz klein wählt, kann man von einem quasi linearen Zusammenhang in diesem ganz kleinen Bereich ausgehen. Also es ist auch hier sehr wichtig, diese Punkte nahe am Probepunkt zu setzen. Die Auswertung funktioniert ganz allgemein über eine Kalibriergeradengleichung. Für den Fall, dass man wirklich nur zwei Kalibrierpunkte hat, kann man das aber auch direkt mit dem Taschenrechner berechnen. Ein Gehaltszuwachs von 7,5 Milligramm pro Liter zwischen Gehalt 1 und Gehalt 2 entspricht einem Flächenzuwachs von 2037 Area Units. Dafür habe ich einfach die beiden Flächen voneinander abgezogen, der beiden Kalibrierpunkte. Und der Zuwachs zwischen Kalibrierpunkt 1 und dem Probepunkt, der beträgt 1752 Area Units. Und mit dem Dreisatz kann ich also berechnen, wie groß hier der Gehaltszuwachs ist bezüglich des Kalibrierpunkts 1, also von Gehalt 1 zu diesem Probepunkt. Und das geht auch mit dem Dreisatz. Ich habe hier die Quotienten so rumgebildet, dass ich das geteilt durch das ausgerechnet habe. Und das ist das gleiche wie das geteilt durch das. Aber wie ich schon mal vorher gesagt habe, egal wie rum Sie die Quotienten bilden, Sie müssen nachher bloß nach x richtig auflösen und schon kommt das Ergebnis raus. Und zwar hier kann man ausrechnen, also wenn ein Flächenzuwachs von 2037 Area Units 7,5 Milligramm pro Liter beträgt, dann beträgt ein Flächenzuwachs von 1752 eben einen Gehaltszuwachs von 6,45 Milligramm pro Liter. Das ist also der Gehaltszuwachs gegenüber Kalibrierpunkt 1. Also so viel Gehalt hat die Probe mehr als der Kalibrierpunkt 1. Der Probegehalt beträgt damit 30 Milligramm pro Liter, also das von der Kalibrierlösung 1, plus die 6,45 Milligramm pro Liter, also plus dem Zuwachs, macht insgesamt 36,45 Milligramm pro Liter. Und
Sie sehen, das Ergebnis weicht schon deutlich ab von dem 35 Milligramm pro Liter, die man rausbekommen hätte, wenn man das Ganze mit einer Einpunktkalibrierung auswerten würde. Das wäre aber falsch. In Abschnitt 3 geht es jetzt um den sehr wichtigen Begriff des Response-Faktors. Lesen Sie sich bitte die Aufgabe 3.1 durch und beantworten Sie diese erstmal alleine. Beim Stoff Y werden 2 Mol benötigt, um 1000 Flächeneinheiten zu erzeugen. Beim Stoff Z reicht schon ein Mol aus, um dieselbe Fläche zu erzeugen. Mit anderen Worten, der Stoff Z wird empfindlicher detektiert. Man kann also bei A als Antwort aufschreiben, Z wird empfindlicher detektiert, da ein kleinerer Gehalt ausreicht, um dieselbe Fläche, also 1000 Area Units, zu erzeugen. Ein quantitatives Maß für die Detektionsempfindlichkeit ist der sogenannte Response-Faktor. Und am besten ist, definiert den über eine solche Geradengleichung, und zwar eine, die durch den Ursprung geht. Das heißt, man muss vorher unter Umständen justieren. Und der Response-Faktor ist nichts anderes als die Signalfläche pro Gehalt. Und das ist also letzten Endes die Steigung auch dieser Geraden, also Delta Y durch Delta X. Und da wir hier auf der Y-Achse die Signalfläche haben und auf der X-Achse eben den Gehalt aufgetragen haben, kann man das Ganze auch so definieren, A durch X. Je höher der Response-Faktor ist, desto steiler ist die Gerade und desto empfindlicher wird ein Stoff detektiert. Dann reichen schon ganz kleine Gehaltsmengen, um das Signal schon relativ stark anwachsen zu lassen. Wir können also bei der B aufschreiben, RF ist gleich Signalfläche durch Gehalt oder eben A durch X. So, bei der Aufgabe C geht es ja um den mathematischen Zusammenhang zwischen dem Kalibrierfaktor F und dem Response-Faktor. Sie erinnern sich, das haben wir vorher gesagt, der Kalibrierfaktor ist gerade umgekehrt definiert. Das ist der Gehalt pro Signalfläche und deswegen stehen die beiden auch im reziproken Zusammenhang. Also der RF-Wert ist nichts anderes als 1 durch Kalibrierfaktor oder eben 1 durch F. Man muss hier aber ein bisschen aufpassen, weil manchmal wird der Kalibrierfaktor nicht unterschieden vom Response-Faktor in der Literatur und die beiden Begriffe gleichgesetzt. Solche Kalibriergeraden begegnen uns ja nicht nur in der Chromatographie, sondern auch bei sehr, sehr vielen anderen mathematischen Gesetzmäßigkeiten in der Analytik. Und ein sehr bekanntes Beispiel ist das Lambert-Beersche Gesetz, also die Proportionalität zwischen der Absorbanz und der Konzentration. Und hier kann man natürlich auch eine solche Steigung definieren, dieser Kalibriergeraden oder dieses linearen Zusammenhangs. Und diese Steigung, die wird halt hier eben Epsilon genannt beim Lambert-Beerschen Gesetz. Das ist also hier auch wieder A durch C, also die Delta Y durch Delta X. Und im Lambert-Beerschen Gesetz hat halt dieser Response-Faktor das Kürzel Epsilon bekommen und man spricht auch von einem vom Absorptionskoeffizienten. Häufig gibt es noch andere Abhängigkeiten. Beim Lambert-Beerschen Gesetz zum Beispiel ist es noch die Schichtdicke. Die nehme ich jetzt hier einfach mal mit 1 Zentimeter an, dass man das eben so definieren kann. Sonst würde hier im Nenner noch D auftauchen. Aber Sie sehen auf jeden Fall, dass dieses Konzept eines Response-Faktors eben nicht nur in der Chromatographie angewendet werden kann. Und auch beim Lambert-Beerschen Gesetz gilt, je größer die Steigung ist eines solchen Zusammenhangs, desto empfindlicher wird eben dieser Stoff detektiert bei der Messwellenlänge, und desto höher ist eben der entsprechende Response-Faktor. Hiermit sind wir auch ans Ende des Lernvideos angekommen. Die nächsten Abschnitte auf diesem Lernskript, die werden in den folgenden Teilen des Lernvideos oder dieser Lernvideoreihe behandelt. Also da geht es dann um die Flächenprozentmethoden. Und um die Methoden des internen Standards.